And I'm here to save you again. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. The Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Lakith blesses me this day. Together, we might survive. I'll enjoy watching you try. In mere moments, all that you have dreaded will come to pass. When the screaming stops and your mind is gone, the rest, perhaps, is silence. I saved you. And I'm here to save you again. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. The Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Lakith blesses me this day. Together, we might survive. I'll enjoy watching you try. In mere moments, all that you have dreaded will come to pass. When the screaming stops and your mind is gone, the rest, perhaps, is silence. I saved you. And I'm here to save you again. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. The Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Lakith blesses me this day. Together, we might survive. I'll enjoy watching you try. In mere moments, all that you have dreaded will come to pass. When the screaming stops and your mind is gone, the rest, perhaps, is silence. No, einen wunderschönen guten Abend. Ja. Deutlich später als gewünscht. Aber es ist immer so. Jedes Mal
wenn ich dann mal frei habe, habe ich ja irgendwie Kopfschmerzen oder keine Ahnung. Vielleicht komme ich nicht, einfach nicht zur Ruhe. Das ist das halt. So. Was machen wir heute? Wie immer obligatorisch erstmal, wer ist am Stream? Lucy ist am Stream. Ja, danke. Viel Spaß beim Kochen. Lucy spielt Hellblade. Ja. Ansonsten, ja, Jenya macht Overwatch. Ja. Keiner von den üblichen Verdächtigen. So. Günstige Spiele. Lies of P für knapp 40 Euro bei Amazon und Otto. Asterix und Obelix bei Alza für 20 Euro ungefähr. 21. Ja, PGA Tour Golf für 10 Euro bei Amazon und bei GameStop. Das ist in Ordnung, aber das ist jetzt kein Superpreis. Wobei das hier Hot Wheels 2 bei Alza für 30 Euro. Alza ist echt groß geworden, muss ich sagen. Also, das ist ja, ich glaube, ein tschechisches Unternehmen. Und die machen momentan echt gute Preise. Genau wie die Collectors von Payday oder halt Weird West, was es ja so vorher nicht gab. Und ansonsten echt relativ teuer ist auch. Und das hatten die für 25. Dann gibt es Angebote für PSN-Guthaben. Erstmal hat Ineba 15% Cashback, obwohl von Cashback halte ich nicht viel. Aber hier hatte ich vorhin was ganz Gutes gesehen. 75 Euro Ineba. Für 61 Euro mit PayPal-Bezahlung. Das ist in Ordnung. Und was hatten die dann noch? Xbox, Nintendo. Eigentlich hat er immer mehr drin, ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Also wenn man dann so 2-3 Spiele holen will, da kann man schon ein bisschen was stellen. Ja. Ja, das war es eigentlich schon im Schnellüberblick. Ja, gestern beim Stream, leider Gottes, bei der State of Play vergessen, den Ton anzumachen. Das war natürlich sehr peinlich, aber ja, das passiert. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, da muss ich mich mal drum kümmern, wie ich halt bei OBS in den verschiedenen Einspielungen in den Szenen halt den Ton an- und ausschalte. Beziehungsweise, dass es dann halt so bleibt. Und dann nächstes Mal mache ich mir hier auf Stream Deck noch ein Shortcut, so dass der Ton dann darüber angeschaltet wird. Ja. Ansonsten, Like a Dragon. Ja, man sieht auch, ich bin echt aus dem Bett gefallen. Geht weiter. Und gestern ja schon ein bisschen gespielt. Das erste Mal in diese Arena, in dieses Verlies, was es da im alten Teil auch gab, wo man dann über mehrere Areale auf Gegner trifft und halt da muss man den Geiseln befreien und je weiter man nach unten geht, umso mehr Belohnungen kommt man, umso schwieriger werden die Gegner. Gespielt sind jetzt 41 Stunden schon in Like a Dragon und ich bin weit, weit vom Ende entfernt. Also wirklich weit vom Ende entfernt. Auf welches Spiel freust du dich am meisten, was präsentiert worden ist? Also von der ersten State of Play jetzt des Jahres, da sind eine ganze Menge Games. Also klar, Rise of Ronin, Final Fantasy 7, ja, Helldivers 2 hätte ich heute abholen können. Da freue ich mich auch, weil das wird sicherlich sehr, sehr cool. Schade, das kommt schon wieder rum hier. Das ist. Und ja, was kommt denn noch alles? Also es ist ja einiges.
Wenn man jetzt mal von den Games ausgibt, die jetzt in naher Zukunft kommen. Sekunde mal eben. Ah, Mann. Ja, ich merke, ich werde krank. Irgendwer hat mich angesteckt. Ja, Skulls and Bones bin ich jetzt gar nicht so heiß drauf. Signy, das ist so ein Shooter, so wie Raiden, da bin ich echt gespannt drauf. Und ja klar, Death Stranding 2, Dragon's Dogma auf jeden Fall und Alone in the Dark im März. Also speziell Dragon's Dogma, weil das ist so ein ja sehr individuelles, eigenes Spiel, was man ein bisschen schlecht einschätzen kann. Also man kann es nirgendwo direkt einordnen. Ja, es hat von allen ein bisschen was, aber trotzdem doch einen sehr, ja, sehr starken eigenen Charakter. So, was haben wir denn noch? Titan Quest 2 kommt auch. Aber das ist ja noch lange, lange hin. Tormented Souls 2. Ich habe noch nicht mal den ersten ausgepackt. Also, ich hatte es mal auf dem PC angespielt. Tormented Souls ist ja sowas wie Resi. Schon sehr cool. Muss ich auch mal machen, echt. Aber das ist heute ist schon wieder gekommen. Heute ist das andere Turtles angekommen. Dann hatte ich ja noch NBA gekauft. Das gab es für 8 Euro. Ja, ich komme einfach zu wenig dazu. Aha, ja. Signy haben sie jetzt auf den 31.12.2024 verschoben. Also vielleicht kommt es auch gar nicht mehr. Ja. So, dann Legend of Legacy. Da bin ich auch gespannt drauf. Das ist dann wieder so ein klassisches Rollenspiel. Wobei mir die Figuren nicht so gefallen. Ja, es gibt also viele, viele Titel. Ja. Ja, 7,99 und dann habe ich mir das bestellt. Da habe ich gesagt, ist okay. Das gab es ja auch als PS Plus, aber dafür kann man es halt mitnehmen. Und ja. Tekken würde ich auch gerne endlich mal spielen. Puyo Puyo Tetris habe ich noch bekommen. Cow the Kangaroo und ach, tonnenweise. Problem ist, die meisten Spiele dauern immer so lange. Und selbst auf den einfachen Stufen. Also so ein paar 10, 15 Stunden Titel wären ganz gut. Aber wenn man halt immer nur 2 Stunden abends zocken kann. Deswegen wird das hoffentlich mit dem ab März dann ein bisschen besser. So. So, Ichiban. Ja, ja, Ichiban ist auf Dodonko Island. Das ist so eine ehemalige Ferieninsel. Und wo halt eine Bande von Umweltsündern im Prinzip die ganze Zeit den Müll abgelagert haben. Und er soll ihnen halt helfen, das Ganze wieder auf Vordermann hier zu bringen. Halt eine Nebenmission. Mal was anderes. So. Tasche? Nee. Ja, achso. So ging das, genau. Einfach mit dem Baseballschläger die Bäume kaputt kloppen. So. Und damit kann man dann auch mit dem Baseballschläger den Müll zerhauen. Oder Steine zerkloppen. Okay. Vor
Vor allen Dingen, das ist ja bei dem Spiel hier, ist es ja so schön, dass es halt ja, schön blödsinnig eigentlich ist, weil. So, ich sollte jetzt zurück, okay. Also man hat hier seine Tsuchimon, das ist sowas Pokémon. Hier hat man, keine Ahnung, irgendeine grüne Raupe oder was. Ja, auch lecker. Hab ja auch alles vorbereitet, also fangen wir mit dem Heimwerk an. Genau, sie sollen jetzt diesen Park ja wieder aufbauen, das Ganze dann verbessern, um halt Besucher reinzubekommen, damit dann der Park oder dieses Paradies dann wieder aufgemacht werden kann. Ne? Ja. Ja. Oh Mann, echt. So, du kannst mit den Materialien, die du einsammelst, Do-It-Yourself-Möbel herstellen. Beim Bauen von Möbel sammelst du Bau-XP, wodurch sich dein Bautalent erhöht. Du sammelst mehr Erfahrung, wenn du dein Möbelstück zum ersten Mal baust. Je höher dein Bautalent, desto mehr verschiedene Do-It-Yourself-Möbel kannst du bauen. Mit anderen Worten, je mehr Möbel du baust, desto mehr neue Sachen kannst du in Zukunft bauen. Ja, ist genau das gleiche mit den Berufen. Ich habe jetzt Tsuchimon-Trainer, der andere hat Surfer und. Man kann halt mehrere Berufe lernen und dann halt auch verschiedene Techniken miteinander verbinden. Deswegen, man sammelt viele Waffen, die sollte man nicht unbedingt alle verkaufen, das habe ich gemacht, oder zerlegen, weil man kann sie danach immer wieder gebrauchen. Ja, so, was brauchen wir denn? Ein Tisch. Eine Hocktoilette. Ja, Toiletten sind immer wichtig. Quatsch. Okay. So, perfekt. Du hast das noch nie gemacht, bist extrem geschickt, Kasuga-san. Und jetzt platzieren wir deine Kreation auf der Insel. Können sie später noch verschieben oder auch entfernen, also zerbricht dir nicht den Kopf. Stell das gute Stück einfach darüber auf freie Fläche. Genau. Mitten auf eine freie Fläche, ein Klo. Ah, machen wir. Jetzt ungefähr dahin. Drücke Dreieck, um Eingerichtungsgegenstand aus deinem Inventar direkt anzuwählen. Oder Touchpad, um den Bearbeitungsmodus zu platzieren. Je mehr du die Insel wirst, desto beliebter und attraktiver wird sie. Neue Einrichtungsgegenstände erhältst du bei Matsushia. Oder indem du sie selber baust. Einrichtungsgegenstände gibt es in den folgenden Kategorien. Möbel können draußen drin platziert werden. Außengegenstände können nur draußen. Teppiche draußen drin. Wanddeko an Innenwänden. Ja, okay. So. Ja. Da haben wir mitten auf dem Platz ein Klo. Genau, mit dem Klo, dann voll der Scheißpark. Ja. Ja, bla bla, ja, okay. Erstmal aufräumen und wer das gemacht hat. Aber kennst du, dann geht da hin, wo das Geld ist. Wir brauchen also eine ordentliche Summe, damit auch bleibt. Hängt dann so wieder mal alles am Geld, was? Naja, kann ich schon ein bisschen was beisteuern. Sekunde, redest du von Dollar? Yen, irgendeine virtuelle Währung? Hier wird nämlich nur eine Währung akzeptiert, Doku Bucks. Animal Crossing trifft auch Yakuza und Pokémon, ja. Das echtes Geld. Ja, diese Tsuchimon, wie gesagt, das sind halt Kämpfer, die du anheuerst. Und du bist deren Trainer. Du kriegst immer neue, du kannst im Prinzip an Automaten gibst du Tickets, kannst neue dazu bekommen, du kannst sie weiterentwickeln, dass sie stärker werden und. Solange du die Doku-Box hast, kannst du Kenzo zusammen beauftragen oder in meinem Laden Material oder Möbel kaufen. Hab einen kleinen Bereich, in dem jeden Tag Sachen mit Rabatt verkaufe, also komm regelmäßig vorbei. Mhm. Mata Yoshia ist der Laden von Don Doku, so heißt das.
Island. Hier kannst du Einrichtungsgegenstände kaufen, spezielle Gegenstände an den Besitzer Matoyoshi verkaufen. Du kannst dir auch Möbel kaufen, die Kazuha bereits hergestellt hat. Außerdem gibt es exklusive Matoyoshi Einrichtung, die du nur hier kaufen kannst, und das Angebot des Ladens erweitert sich, wenn der Resort-Rang von Dondoku Island steigt. Mann, ey, merke, ich bin noch nicht wach. In der Ecke mit den täglichen Angeboten ist jeden Tag eine Auswahl von Einrichtungsgegenständen günstiger zu haben. Manchmal sind da auch seltene Dinge, also sieh dir regelmäßig täglichen Angebote an. Ja. Yep. Wenn du die Insel weiterentwickelst, kannst du besondere Einrichtungen im exklusiven Matoyoshi-Laden freischalten, wie den Hühnerstall. Sobald du diese Einrichtung platziert hast, kannst du am nächsten Tag mit dem Sammeln von Gegenständen aus dem Spezialitätenbereich beginnen, der in der Nähe von Matoyoshi erscheinen wird. Nutze Einrichtung, um das Potenzial deiner Insel zu entfalten. Ja, das gibt es ja bei Final Fantasy XIV auch, also das ist auch schon gut geklaut. Ja, denn natürlich, wenn alles kostenlos wäre, aber dann wird die Wirtschaft der Insel Bach runtergehen. Keine Sorge, ich verstehe das, kann das Geld auch selber verdienen. Am besten, indem du Dondoku Tagesmission mithilfst. Das sind tägliche Aufgaben für die Insel, die wir in einem Vorschlagkasten sammeln. Wenn du solche Aufgaben abschließt, bekommt die Insel als Belohnung eine ordentliche Summe Doku-Bucks. Im Grunde ist es wie eine Art Nebenjob. Ja, wie er da hingekommen ist, der war irgendwie eingeschlafen oder was, oder im Kampf, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist er dann da aufgewacht. Auf Dondoku Island Geschäftstätig benutzt du die Währung der Insel Dokubucks. Um Dokubucks zu verdienen, solltest du Dokubucks mit Tagesmissionen, Anfragen im Vorschlagkasten. Ja, okay. So, die du nicht mehr benötigst, Gegenstände. Ja, okay. Alles, was du auf der Insel ernten, pflücken oder fangen kannst. Pilze, Krustentiere, Fische, sogar Insekten. Kannst du alle für Dokubucks verkaufen. Wie viele Spezialitäten sammelst, werden dir vielleicht dafür bekannt. Somit besteigt unsere Validität. Okay. So. Na, das ist ja wieder so ein Ding, wo du dann, weiß ich nicht, 500 Stunden verbraten kannst. So. Dondoku gelten Insekten und Fische als lokale Spezialitäten und kannst beide mit deinen Werkzeugen fangen. Das Angeln benötigst du eine Harpune, drücke da. Okay. Kannst Fische auch beim Schwimmen fangen. Mit vier wenn er unter der befindet. Insekten fängst du in den Kescher. Ah, okay, mit dem rechten Kreuz. Und in der Nähe eines Käfers. Ja, okay. Na gut. Gut, dann erstmal. So, Vorschlagkasten. Zerstöre 50 Bäume, 50 Felsen, 100 Holz. Boah, okay. Na, ist ja reichlich, ne? Ja, diese komischen Dinger kann man natürlich nicht zerstören. Stell Möbel durch, du wirst selber, okay. Die Frage ist natürlich, ob der Müll dann immer wieder hinkommt. Also ich nehme mal an, ja, weil die wollen ihn ja von der Insel verdrängen. Das ist ja das Problem. Ich habe den Namen vergessen von dieser Truppe, die das gemacht hat. Die waren auch schon da. Und die haben auch schon ordentlich Dresche gezogen. Okay. Das ist auch frei.
Also die scheint auch ein bisschen größer zu sein. Okay. Immer noch einer da. Okay, er will nicht. Ah, da unten sehe ich noch welche. Da ist was. Na, da komme ich wahrscheinlich noch nicht hin. Ne. Ah, hier. Roter Dondo-Käfer. Und ein grüner. Maja. Ja, Alter, wie viel Müll haben die denn da abgelagert? Ne? Brücke bauen? Kann doch nicht bauen, muss man später. Do it yourself. Oha, jetzt kann man schon ein bisschen mehr machen hier. Gießkanne. So, wir wollen ja Sachen für draußen herstellen, nach Möglichkeit. Achso, Möbel, Outdoor-Möbel. Ah, Outdoor-Möbel, das ist doch. Na, Steine brauchen wir. Bodendeko, Favoriten. Okay. Boah, wie viel kommt denn da? Alter. Das wird ja ordentlich. Das ist ja eine Lebensaufgabe, das Ding. Aber zumindest geht's relativ schnell. Also. So, platziere ein draußen ein Möbel. Hey. So, da haben wir noch so einen Falter, den nehmen wir noch mit. Geht ja nur hier. So. Fange 3 Fische. Nein, gehen wir mal 3 Fische fangen. Das rote Krümelmonster.
ja. Da sitzt sie ja wirklich. Ja, darin kann man wirklich Jahre spielen, ja. Das ist dann halt so, ach ja, ich habe jetzt keine Lust, gerade die ganze Zeit irgendwo irgendwelche Leute zu verprügeln. Weil du brauchst auch relativ lange eigentlich zum Leveln. Aber auch diese Tsuchimon, diese Kämpfe, das ist schon sehr cool. Weil du hast da ja die Aufgabe, da sind vier Bosse im Prinzip. Und die musst du halt besiegen und dann kannst du halt, dann gibt es noch ein Komitee, wo du die Kämpfer, die du nicht brauchst, hinschicken kannst. Und also wirklich gigantisch groß. Ne? Und das sind halt das Spiel an sich selber nicht, aber die ganzen Einzelheiten. Hm? Na, da gehen momentan ganz viele drauf, ne? Also dieses Farmen, Aufbauen als ja, gelungene Abwechslung. Aber so hast du natürlich auch extrem viel, was du machen kannst. Und alleine hier, wenn Steine und Bäume kaputt kloppen, je mehr von den Möbeln du baust, umso mehr kommen da auch. Und letztendlich geht es darum, diesen Park wieder zu einem 4-Sterne-Resort zu machen. Ja, darum geht das. Und wenn das erfüllt ist, dann verschwinden wohl auch diese Mülltypen. Extrem umfangreich also in der Hinsicht eigentlich dann. Ne? Weil ansonsten, also in der Stadt selber ist eigentlich, ja, man rennt rum. Klar, du hast so ein paar kleine Nebenquests. Du sammelst die Tsuchimon. Und ja. Du musst halt extrem lange grinden, damit du halt auf die Level kommst, damit du in der Hauptstory vorankommst. Ne? Ja. Ah. Oh. Das sind dann so die ganzen Boni, die du dann in den Spielen hast. Und also so eine Nebenbeschäftigung. Weil ich hatte ja auch in dem anderen in den ersten auch gut, weiß gar nicht, 90 Spielstunden oder was, alleine durch diese Immobiliengeschichten und so. Aber hier ist noch mal mehr. Ne? Also, er muss noch ein paar Tage auf der Insel bleiben.
Ja, also klar, auf der anderen Seite ist es verständlich. Weil ansonsten geht man da rein und sagt, ach nee, ich will unbedingt die Story weiter spielen und so bist du halt gezwungen, da zu bleiben erstmal. Ah. Ja. Wenn Kasugas Haus einrichtet, verbessert seine Lebensqualität höher, die Lebensqualität desto höher auch Kasugas Gesundheit, ist also schwieriger zu besiegen. Außerdem ist Kasuga am nächsten Tag in besserer Verfassung, wenn die Lebensqualität höher ist. Wenn Kasuga in Topform ist, kann er auch mehr Ressourcen sammeln. Ah. Okay. Aber jetzt lege ich mich erstmal schlafen. Also ich muss noch mit Gachapin reden, damit ich den Dings bekomme. Aber den muss ich jetzt mal finden. Gachapin-san! So. Aber alle Tagesmissionen abgeschlossen. Bin mal gespannt. So. Ja, ich will mich ausruhen. Anfangen. Wir haben eine Regel aufgestellt, dass wir morgens immer erst ein Meeting abhalten, um die Tat zu planen, zu besprechen, wie wir die Gäste zufriedenstellen. Ja. Momentan haben wir natürlich keine ungekömmte Gäste, deswegen keine Gäste einladen. Aber es wäre schön, wenn wir bald wieder Gäste hätten. Das würde auch der Wirtschaft auf der Insel gut tun. Okay, fangen wir an. Heute möchte ich euch allen neuen Bewohner auf der Insel vorstellen. Neue Bewohner? Jo, das ist er. Kenzo-san. San. Lange nicht gesehen. Ah. Gehört, dass du weggezogen bist. Wie schön, dass du wieder da bist. Wer ist das? Ach, nur einer der besten Handwerker der Welt. Und Kenzo-san hat noch Erfahrung als Tischler und Bauarbeiter. Das ist er. Er räumt für uns Gebiete frei, kümmert sich um Reparaturen, die ganze Infrastruktur. Nee, ich übel. Also ist das der Mann, von dem Matayoshi-san gestern geredet hat. Ne? Bitte das nicht falsch verstehen. Ich hasse die Insel nicht, aber ich muss arbeiten, um von irgendwas zu leben. Mir wirklich schwer gefallen. Aber dann hat Matayoshi mich erst angeguckt und gesagt, er baut die Insel wieder auf, bin ich sofort zurückgekommen. Oh, wie edel von dir. Du bist also Kasuga. Matayoshi hat mir von dir erzählt. Du hilfst uns, die Insel auf Vordermann zu bringen. Vielen Dank dafür. Ich bin Kenzo. Wenn es um Infrastruktur geht, bin ich dein Mann. Ich muss aber erst noch richtig ankommen. Wir können also erst morgen über die Arbeit unterhalten. Ah. Okay, cool. Schön, dass du mit an Bord bist. Gut, also. Der muss also noch ein bisschen was machen. So, mit Kenzo-san können wir alle kontaminierten Gebiete freiräumen. Okay, aber wie kann ich ihn um Hilfe bitten? Kannst jederzeit Gebiete freiräumen, wenn du es nötig gehandelt hast. Schlimmer die Verschmutzung, desto mehr kostet es. Wenn man bedenkt, wie vermüllt die Insel ist, brauchst du ein Vermögen. Will doch nicht abzocken, ehrlich. Je schmutziger ist, desto mehr Werkzeuge und Fahrzeuge braucht man. Das ist einfach so. Aber wenn du jeden Tag ein bisschen weniger, bisschen Müll wegräumst, erleichterst du Kenzo-san dann die Arbeit. Dann kostet es weniger, wenn er sein Gebiet freiräumt. Entscheide einfach unabhängig von deinem Budget, wann er ein Gebiet freiräumt. Wenn du das Aufräumen eines Bereichs anordnest, wird wieder von Müll gesäubert und bereit für die Erschließung. Das Aufräumen kontaminierter Bereiche erfordert Dokubaks und Bautalent, das sich erhöht, wenn du selbst Gegenstände herstellst. Ich denke, dass die Aufräumkosten eines Bereichs reduziert werden, wenn du selbst Müll aufsammelst und so die Sauberkeit der Insel verbesserst. Auf der Karte im Menü oder den Schildern in kontaminierten Bereichen kannst du sehen, wie viele Dokubaks und welches Bautalent du zum Aufräumen benötigst. Du kannst das Aufräumen auch von diesen Schildern aus anordnen. Pilar, ich werde mich nicht los. Grüße, Martin. Von zu Hause. Oder... Ja, ich nehme an, ihr seid ja schon um 14 Uhr gefahren, ne?
Okay, im Grunde muss ich also Geld sparen, Müll beseitigen, muss ich keinen Zustand irgendwann bitten kann, das wie drei Runden. Und dann morgen frisch ans Werk oder wie war das? Oder habt ihr morgen frei? Sollst mit dem Eingang anfangen, die ist ganz in der Nähe und nicht so teuer. Haben sogar noch die Bahn früher genommen. Morgen geht es dann zu Mr. G. Ja, sehr schön. Da bin ich aber echt gespannt. War die denn mal schon mal in dem Büro oder noch gar nicht? Wenn du mal deinen Schläger oder deinen Kescher vergessen hast, komm vorbei, ich kann das machen, aber bring Geld mit. Klingt gut. Ich meine, ich verwende meine Schläger fast täglich, da wäre ein kleines Upgrade. Gut, komm vorbei, wenn ich genug zusammengekratzt habe. Ah, ja. Rede mit Kenzo bei Matoshia, um deine Werkzeuge zu verbessern. Wenn du ein Haus erweitern und zusätzliche Unterkünfte kaufen möchtest, dann arbeite an der Gemütlichkeit deines Hauses. Wenn du deine Gemütlichkeit verbesserst, spricht Kenzo auf Anbauten an. Kenzo kann dein Werkzeug gegen Geld verbessern. Durch eine Verbesserung des Schlägers und des Cashers kannst du diese schneller schwingen. Bei der Harpune verbessert sich das Zielerfassungstempo. Jedes Werkzeug kann nur bis zu 4-mal verbessert werden, solltest du deine Werkzeuge unbedingt auf die höchste Stufe bringen, wenn du ein paar Drohbanks übrig hast. Ja, meiner war eigentlich entspannt. Ich hatte heute frei. Die Frage musst du mir morgen nochmal stellen. Aber du weißt ja, jeden Tag ein Strichchen. Und dann ist es halt noch eins weniger. Nun morgen, Zeit für uns, das Morgendliche vorzubereiten. Bla. Räume den Bereich großer Baum auf. Okay. Okay. In den Tag starten. So. Ja, was soll ich anders machen? No? Also, Junior war vorhin kurz hier und hat sich dann wieder aus dem Staub gemacht. Oh ja. Und ich habe das auch vorhin wieder beim Einkaufen gesehen. Also da habe ich wieder gemerkt, diese lauten, rumkreischenden Leute, das ist, wenn ich das denn mal nicht höre, das ist dann wirklich Balsam so für die Seele. Und... Ups. Und man muss ja auch nicht jeden Tag immer dieses... Also wie gesagt, wenn sie nicht so schlimm wären und so nervig wären, dann wird das auch alles gar nicht das Thema. Aber... Ja, das werde ich morgen wieder haben. Ich werde morgen nur mein Legion holen. Und... Ja. Das ist das Übliche halt. Ja, das ist halt.
Das ist auch der Grund, warum ich so ungern war. Habe ich richtig verstanden? Neuer Bildschirm? Ja. Unter anderem, ja. Aber die habe ich schon ein bisschen länger. Das war, den habe ich geholt am hier zum Einjährigen von Dings her. Vom Experion. Aber ich habe doch 31.000. Ach, Bautalent. Ah, Bautalent 5. Ah, okay. Ja, also wie gesagt, wenn man hier in Berlin irgendwo unterwegs ist, dann ist das schon, ja, so, meck, nicht unbedingt der wahre Jakob. Was? Es wird gerade in Hamburg eins gebaut. Ja, ja, ja. Ja, das wird, also das ist Pion in Hamburg, das ist 3.500 Quadratmeter. Also nochmal um die Hälfte größer als das in Berlin. Und ja, mehr weiß ich auch noch nicht. Aber Hamburg ist auch so ein schlimmes Viertel. Also da muss man dann sehen. Jede Menge Möbel machen. Ich habe einen Stein gefunden, der aussieht wie Mokusfell. Ist echt toll, aber so spielt die wie ich aussehen. Okay. So. Möbel bauen. Ja, ja, ja. Hamburg baut auch. Naja, das ist doch aus dem großen Saturnmarkt. Mönckebergstraße ist doch ein Mediamarkt geworden. Oder wird ein Mediamarkt. Und da kommt halt noch ein Experion rein. Ja, also ich bringe morgen Held Albers mit. Und ja, klar, können wir gerne machen. Hab zwar ja noch eine Menge andere. Naja, was heißt zu lohnen, das Konzept? Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, wenn ich sehe, dass die jetzt alleine, die haben ja die ganzen Rechner da rausgenommen, aus dem 18er, um die zu verkaufen. Das waren mal eben alleine 30.000 Euro an Altware. どこに飾ろうかな。カピカだぜ。俺の力だ。どこに飾ろうかな。
Wir können hier alles bauen. Ja, jetzt schon fast. Oh. Das nimmt ja gar kein Ende. Das ist ja... Ah, herrlich. Einfach bauen wir uns her. Ja, das ist halt von allem was, ne? Also unglaublich, also was du alles machen kannst hier. Das hört überhaupt nicht auf. So. Und jetzt konnte ich, glaube ich, den Bereich hier freiräumen, ne? Erschließbar, ja. Kann die Verseuchten ab morgen erschließen. Ich komme wieder, wenn es soweit ist. Okay, gut. So. Dann kannst du deine Bude hier noch ausbauen. Und... Hier steht irgendwas. So. Ja, ein Bierfass braucht man immer, ne? Also als Tisch. So. Lebensqualität 125. Böden. Da haben wir noch nichts. Da ist das Lager. Okay. Hä? Habe ich hier nicht da reingepackt? Ah, kommt er hier hin. Gut, genau. Ans Kopfende immer ein Messer. So. Hä? Achso, ich kann da noch ein bisschen rumfallen. Im ersten Level bin ich total auf diesen Aktien. Ja, das Aktienspiel, klar. Wo du dann immer die Leute dann überreden musstest und die dann, ah ja, ganz toll, und die dann dagegen gewettert haben. Ja, ja. Klar. Da hatte ich nachher ja auch so viel Kohle gemacht, dass ich dann immer die teuren Gebäude gekauft habe, obwohl du die mitunter gar nicht brauchtest, weil einige von den nicht so teuren waren teilweise besser. Hab alles mitgenommen. Einzige, wo es sich nicht ganz bis zum Ende gemacht hat, war das Karfahren. Ich hab doch schon alles. Haben wir zu. Ja, ich sollte erstmal einen Reservoir erhöhen. Okay. Oh, Käfer, Käfer. Scheiße. Das hab ich ihn verpasst. So. Recycling Arena. Okay, da kommt sicherlich später auch noch irgendwas hin.
Okay. Arigatou gozaimashita. Wo ist jetzt der andere Eierkopf? Weiß keiner, ne? Jotto. Hey, was will der denn? Jotto. Los! Hier geht's ja noch weiter. Ach du Scheiße, ist der groß. Das ist ja ein riesen Gelände. Also ordentlich was zu tun hier. Sollte er den Gebiet um den großen Baum freiräumen? Das war ja hier, genau. Wild. Aber hier ist ja nichts mehr. Da oben geht es auch noch weiter. Alter. Aber ich habe doch alles fertig, ist auch soweit. Soll ich für heute Feierabend machen? Ja, ich muss morgen ausruhen. Ja. Da freue ich mich ja, wie gesagt, am allermeisten drauf. Ah. Und den ganzen Homeoffice-Kram. Da freue ich mich am meisten drauf. Das ist er? Ja, auch wenn sie ein bisschen im Weg ist. Guten Morgen, Leute. Fangen wir mit unserem morgendlichen Meeting an. Wir arbeiten weiter auf unseren ersten Stern hin, indem wir Behörde-Yourself-Projekte abschließen, auf der Insel platzieren und die Zufriedenheit verbessern. Morgen zusammen, lasst uns alles geben, um Dondoku Island wunderschön zu gestalten. So. Tagesmission. Drei Fische, okay. Okidoki, Dondoku. Ja. Ah. Leute, gibt ein Problem. Was los, Kenzo? Abfallschlucker sind los. Na, ach ja, die Abfallschlucker, so hießen die. Das miese Abfallunternehmen ist ständig uns zugeregiert. Ein mieses Abfallunternehmen. Das ist aber nicht gerade höflich. Mach da ist er wieder. Schreckliche Hook, was machst du hier? Wird schon wieder kämpfen? Nehme es jederzeit mit dir auf? Oh nein, nein, nein. Ich mache mir selber nicht die Hände schmutzig. Tut mir leid. Bin nur hier, um den Krieg zu erklären. Ja, wäre auch nicht schlecht. Bitte was? Du hast mich schon verstanden. Dieser Felsen ist unsere Müllkippe. Und ihr legt euch zu sehr ins Zeug, um sie aufzuräumen. Es wird uns langsam zu lästig. Wenn diese Insel nämlich aufgeräumt wird, wo zur Hölle sollen wir dann unseren Müll abladen? Das war doch überhaupt nie eure Müllkippe. Dondoku Island ist ein ganz besonderer Ort in unseren Herzen. Ich lasse nicht zu, dass ihr die Insel verunstaltet. Schon gut. Nicht gleich ausrasten. Aber ich muss sagen, es ist viel sauberer als bei meinem letzten Besuch. Ihr habt sogar so schicke Dinger hier aufgestellt. Ob er den kaputt haut? Oh, stimmt, wa? Wenn das weiter so anstrengend, bekommt dieser Schrotthaufen vielleicht seinen alten Glanz wieder. Aber nicht, wenn ich was mitzureden habe.
Tanuki-Statue. Du Drecksack, was sollte das tun? Hast nicht zugehört? Ich sagte doch, dieser Felsen ist unsere Müllkippe. Und wenn ihr unseren Müllhaufen loswerden wollt, müssen wir eben euch loswerden. Komiker! Aber 5-Sterne-Resort kommt nicht in Frage, das solltet ihr euch merken. Halt die Augen auf dem Dund. Jetzt schicke meine Männer in Scharen vorbei. Viel Spaß mit ihnen, sind manchmal etwas ruppig. Aber jo. Also, Wiedersehen. Hoffentlich fühlt ihr euch schnell. So, so, no. Ja, schon okay, Moku. Hat sich nichts geändert. Auch als auf der Insel noch nicht richtig viel los war, sind sie einfach aufgetaucht, haben ihren Müll abgeladen und Unterkünfte zerstört. Selber uns anstrengen, ist alles umsonst, solange die uns nicht in Frieden lassen. Jetzt fangen sie wieder an. Lass mir das nicht mehr gefallen. Das ist unsere Insel. Kann mich nicht so behandeln lassen. Nur weil ich Angst habe. Genug ist genug. Genau, jetzt wird zurückgeschissen. Schlagen. Ganz deiner Meinung? Wir dürfen das nicht länger durchgehen lassen. Also weiter ihre Männer schicken. Müssen wir sie eben wieder wegschicken. Ja, macht Sinn. Fertig. Wie stellen wir das an? Markasse, okay. Sagen wir einfach, mein Fachgebiet als Do-it-yourself. Ich kümmere mich um die Typen, ja. Wenn ihr irgendwo auf der Insel seht, gebt mir Bescheid, okay? Alles klar. Tut mir leid, dass ich den ganzen Mist reingezogen habe, Kasuga-san. Wir helfen alle mit, wo wir noch können, damit wir Kasuga-san nicht überlassen. Oh. Danke. Okay, Leute, Dondoku. Meine Tanuki-Statue. Ah, die war eh kacke. Na, da sind sie ja wieder. Abfallschlucker werden jetzt versuchen, Dondoku. Wenn du sie bekämpfst, kannst du ein paar Funktionen wie den Bearbeitungsmodus nicht benutzen. Wenn du sie mit deinem Schläger vertreibst, lassen sie die Dokubox fallen, also gib ihnen salzig, saures. Okay, wollen wir einen Tag mal nutzen. So? Der ist Delfine. Zeig dir lieber, statt sie zu klären. Komm mit zum Strand. Ein Delfin? Delfine, bist du da? Ja, da ist sie. Ah, vielleicht kann man auf ihr reiten und dann von da aus noch Dings hier Speerfischen. Das süße Ding ist Delfine? Ganz genau. Delfine war lange mehrwegs. Jetzt kannst du auf dem Hütchentier zurück nach Hawaii reiten. Ah! Moment, ich muss auf dem Delfin reiten. Gibt es kein Boot? Delfin ist viel schneller als die meisten Boote. Du hast immer viel zu tun, kannst du das sagen? Da würde ich dir dringend zu raten, anstatt in irgendeine Schaluppe. Okay, alles klar. Oh. Ah, okay. So. Alter, das ist Moby Dick hier oder was? Gerade sagen. Kann wohl sein. 50 Mal da so eine Harpune reinjagen und den haut er immer noch ab. Hatten die dir eigentlich was gesagt, wie das mit den Tickets läuft? Mit der Erstattung? Musst du die dann einreichen oder gibt es eine Rechnung ab oder was haben die das gesagt?
gibt es eine App für, wie für kein Papier. Ah, okay. Ach, da gibt es dann nur an, wie viel du bezahlst, monatlich oder was? Oder? Weil da kauft man ja kein Tagesticket dafür, ne? Aber sehr cool auf jeden Fall. Genau, PDF-Hochladen und Summe eingeben, wird geprüft, hat einen Tag gedauert. Oh, geil. Jetzt kriegen wir richtig was vors Maul hier. Ja, komm schon. Aber das ist ja eigentlich für alle. Das ist ja nicht nur für die Vertriebler, das ist ja für alle, ne? Mit dem Essen und mit den Fahrkarten, ne? Also hatte ich das jedenfalls verstanden. Ja. Sehr geil. Wirklich. Fälle drei Bäume. Vor allem, wenn man sich das mal überlegt, das ist ja auch nicht wenig. Also mit einem Deutschland-Ticket oder wenn du jetzt mal wegen des anderen Ticket hast, das sind ja auch so 700-800 Euro im Jahr, die du für Fahrkosten hast. Ne? Und die musst du ja auch erstmal verdienen. Also. So, ich will was verkaufen. Was verkaufen wir ihm denn? Wir verkaufen ihm die Frauenstatue. Arigatou gozaimashita. So, ein Möbelstück herstellen. Achso, kann ja noch freiräumen, ne? Also kostenlos mit den Öffis oder beruflich landesweit hat schon was, ja. Ja, vor allen Dingen auch, denn, wie gesagt, also wenn das mit diesem, was ich ja schon angesprochen hatte, dieses Family-Dinner, also wenn man da denn im Prinzip, wenn das voll angerechnet wird als Arbeitszeit und so weiter, das ist schon geil. Ja. Hm.
Ah, ja. Ja, es ist Recycling, aber ja. Wie viel brauchte ich hier? Stufe 10 und 35.000. Okay. Das würde ich hoffen. Aber schon wieder jede Menge Money, ne? Vor allem würde ich auch gerne endlich mal das Spiel ist ja schon da. Ach so, du hast das ja auf Dings hier. 36 Euro. Oh, und. Aber du kaufst das ja eh digital, ne? Schäbig, ja, okay. Feuerhydranten haben wir jetzt auch. So, ein Schild haben wir. Ja. Sushi zum Mitnehmen. Ja, ja, wird ins Lager geschickt. Ja, die Meldung brauchen wir aber auch nicht alle 10 Sekunden anzeigen. Da braucht ich Golderz. Die habe ich schon. Oh. Ein grüner Schuppen. Ja, okay. どこに飾ろうかな? Ja, 12 Stück, mal gucken, wie viel er bringt. Tadaima. So, mal gucken, was wir hier alles reinstellen können. Ja, genau. So eine hässliche Matratze, das ist gut. Eine Kiste braucht man immer. Und ein Fass. Wer hat das nicht in der Wohnung stehen? Ein Hocker, noch ein hässliches Fass. Ein Korb. Ja, nehmen wir auch mit. Und eine Gießkanne, ja, die brauche ich immer. Steht bei mir neben dem Bett. Ja, Absperr für die Klimakleber, das haben wir auch. Dann machen wir so ein richtiges Mülllager draus.
Okay. Kann man nicht alles machen? Inventar ist voll. Ja. Das soll nicht schick aussehen. Das soll nur... Ja, genau. Weiß man nicht, was das mit Wohnlichtern zu tun hat, aber mal gucken, was bei rumkommt. So eine zweite Matratze, das ist immer gut. Wer weiß, wer sich da noch mit zugesellt. Nur ein paar alte Kissen. Schaukelpferd, ja, braucht man. Sakebehälter, auch das ist wichtig. Und ja, so ein Ding, genau. 546. Das ist schon ordentlich. So, na mal schauen. Hoi! Hey, kennst du? Haus sieht jetzt aus wie ein Zuhause aus, ja klar. Mit irgendwelchen Bierfässern und Sakebehältern. Ja, nachdem du es mit allen möglichen Dingen bestückt hast. So langsam wird es etwas eng, meinst du nicht? Ja? Wenn es so ein bisschen größer wäre, könnte ich noch mehr einrichten. Dann mache ich es doch einfach ein bisschen größer, wie wär's? Echt? Das geht? Klar. Ehrlich zu sein, wurde ein Haus vor einer Ewigkeit gebaut, ist ziemlich klapprig. Ja, danke. Ich krieg den Müllschuppen und... Also typisch, ne? Kann das Äußere sauber machen, den Raum erweitern. Das kostet nicht eigentlich Dobobucks, aber es ist ein gutes Geschäft. Ah, also eine Renovierung. Diesmal so, brauchst mehr Kraft, um die Insel schützen zu können. Ja, bla 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 bla. Ich denke drüber nach. Bei meinen Fähigkeiten kannst du deine Möbel stehen lassen. Ich arbeite um sie herum. Wenn du das Haus renovieren willst, geh einfach zu. Ja, okay. Oho. Ja, das sieht ja schon ein bisschen anders aus als die Kaschemme, die man jetzt hat. Ja, mal gucken. Aber dann will er bestimmt so 150.000 oder so haben. Also, am Popo fassen. Werkzeuge verbessern, Schläger verbessern. Alter, 50.000? Nö. Mit Ansage, 100.000, na, ist klar. Nö. Wie viel kriegen wir denn hier zusammen? 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18. Na, das reicht ja noch nicht. Arigato gozaimashita. Dann würde ich mal sagen... Erstmal wieder hier ab nach Hawaii. Josh, iko da ne. Zurück nach Honolulu. Auf nach Hawaii. Endlich wieder Leute verprügeln und Pokémon spielen. Ah. Ichiba. Ich habe das Video fertig. Super. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ist ja das Suchvideo von seiner Mutter. Willst du es dir im Revolve ansehen? Oh. Na klar, geh mal. Randalierende Ballmänner. Ja, hier gibt es noch aufs Maul. Let's play ball.
muss ja die Berufe auch mal ein bisschen wieder auf. Wann bis hier morgen anfangen? Um 9 wäre. So, er kriegt erstmal ein kleines Geschenk. Und dann ist er mal bis 17 Uhr, ne? Oder ist bis 18 Uhr? Weil es ja 40-Stunden-Woche, deswegen. Das hatte ich vergessen zu fragen. Natürlich auch ganz schön, aber auf der anderen Seite ja. Wenn es ein vernünftiges Arbeitsumfeld ist, ist das ja was anderes dann halt. Ne? So. Oh, der ist Stufe 16. Oh. Okay. Achso, ich habe ja die anderen noch bei mir im Team. Na, jetzt macht er erstmal den Feuer. Ah, scheiße. Oh, vielleicht sollte ich mal mit ihm auch ein bisschen angreifen. Ich bin mal gespannt, was sie uns denn da alles erzählen.
Genau, ganz kurz. Gucken wir mal. Ist ja auch ganz toll. Habe ich ja bei eBay was gekauft. Ja, ich bin momentan gar nicht da. Ich bin erst ab 9. wieder da. Verstehe ich nicht, warum die Leute denn das verkaufen. Stufenabstieg für Schau. Ja. Ja. Haben wir den Mann noch. Aber dann werde ich auch Schluss machen für heute. Kurz das Stream wieder. Also die Kopfschmerzen doch wieder durchkommen. Echt immer zu kotzen. Wenn man dann Zeit hat, dann ist volles Programm. Heizung funktioniert nicht, Sachen werden nicht trocken. Oder so wie jetzt. Kopf glüht. Also wirklich. Ganz extrem. Ich meine, okay, wenn ich jetzt krank werde, dann ist das auch nicht so schlimm. Also lieber jetzt als in 3 Wochen. So. I'm gonna put you in your place. さあ、行きますか。全力でかませ。せい。やっ。あら。大敵だ。よし。安全運転。ハワイはホテルも車もでかいな。どこ見てもビッグサイズだ。ファストフードも日本の感覚で注文すると驚くよね。M サイズのつもりで頼んだら、たっぷり仲良し。オッケー、オッケー。じゃあ。じゃあ。よし、アップ完了っと。動画すごくよくできたよ。一番って結構役者なんだね。もしかしてこういうの慣れてるの？言ってなかったと思うけど。俺はこう見えて選挙に出馬したことがある。選挙って何の？モノホンの選挙だよ。生徒会の立候補とかじゃなくて？当選してたら政治家になってたんだぜ。マジか？なんか2024 wird ein langes Jahr。いろいろやってきてるよな。Jetzt habe ich noch 10 Monate, um ja, gut 300 Titel durchzuspielen, plus die da kommen. Also ich habe gut vorgesorgt. Ansonsten kann ich mit allen anderen Spielen halt ein bisschen warten. Und hab dann natürlich genug Zeit. Darauf auszugehen und zu sagen, okay, ich hole das dann mal 2-3 Monate später. Hat er sowieso vor, dann mal nach Gera zu fahren, zu den Jungs von NetGames, um dann halt mal so einen, ja, einen ganzen Kofferraum voll zu schmeißen. Da ist ja einiges, was da kommt. Kiryu-san, so.
Vorverkauf ab 7 Uhr. Also morgen früh, 7 Uhr geht's los. Übrigens mit der 19% Aktion. Oder 15,966%. Ein paar Geräte sind ein bisschen teurer geworden. Also die VR-Brille ist auf 5,99. Und... Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, der Lenovo Legion ist immer noch da. Warum sagen die denn keine Abholung? Ah, okay. Abholung morgen ab 10.02 Uhr. Ja, okay. Heute ist nicht mehr möglich. Ja. Ja. Also da werde ich mir den dann doch holen, denke ich mal. Wird zwar noch mal ein ordentlicher Schwung. Wird noch ein bisschen wehtun. Aber ja, die anderen Sachen, die ich jetzt holen wollte, sind jetzt nicht ganz so wichtig. Also Helldivers werde ich noch mitnehmen und klar Final Fantasy, aber dann ist auch schon der neue Monat. Ja, dann ist mal ein bisschen sparen diesen Monat angesagt. Ja. Ja, das geht vorbei. Rüber bin ich noch zu schwach für. Ja, kein besonderer, schade. So. Gut. Dann speichern wir mal. Ja, da komischerweise steht jetzt 34 Stunden Spielzeit. Kann natürlich auch sein, dass wenn man jetzt die Sachen durchliest und so weiter. Dass das auch alles noch mit zuzählt. Sind dann auch noch die ganzen, die noch abgehauen sind. Alter, Stufe 60. Aber das ist ja schon echt böse, echt. Stufe 17 Raid. Wo waren wir? Hey. Ah, Kamera. Kore da na? Umak toreta ze.
Da, ne? Don't you mess with us! Makasetoite! Und 470, da wurde schon alles rein. Sehr schön. So. Mir gerade eingeblendet über Twitch hier, dann NASA Vision of Technik, NASA Viper Moon Rover, Robot Build Watch Party. Okay, also kann man zugucken, wie den Roboter bauen. Ne? Ist auch nicht schlecht. What do you want? Saying a show, dipshit. Saying a show, dipshit. Ja, ja. Ein Sabbel. Bonus Raid. Damn you. かかってきやがる。任せといて。よし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 
Und Biden hat jetzt gesagt, nö. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt alles rauskommt. Echt, also. Ja, immer kurioser, wa? Modekettengründer ist tot. Hallhuber. Mhm. Ach man, ja. So geht das halt. So. Achso, ich bin in der falschen Richtung. Na egal, jetzt prügel ich die noch weg hier. Ah, Mann, ja. Und morgen früh darf ich wieder kleine Kinder beleidigen, Leute rausschmeißen, Müll wegräumen. Da fragt man sich echt, dafür hat man 30 Jahre im Einzelhandel so ungefähr gearbeitet. Ja. Bin hier wirklich gespannt drauf. Was das denn alles gibt und was das alles wird. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass es deutlich besser wird als jetzt. Entspannter. Deswegen freue ich mich auch so. Jedes Mal kommen diese komischen Affen hier. Oh, die sind ja schon Level 23, habe ich gar nicht gesehen. So, dann mal gucken. Was haben wir denn noch hier alles auf den Tisch zu legen? Nein. Zu viel, ey. Also alleine für die Hand von Spielen. Patton, Grand Blue, Turtles, Gloomhaven, Suicide Squad, wie hier zu kalben. Keine Ahnung. 100 Stunden, locker. Vor allen Dingen Grand Blue.
調子出てきたぞ。こいつは重いぜ。俺の番だな。Ich bin gespannt. Natürlich, dass ich von Arbeit dann auch mal wegen ein dementsprechendes WLAN hab. Oder dass ich dann mal wegen die Portal dann auch nutzen kann. Das wäre natürlich ganz cool. Dann eine halbe Stunde was essen und noch ein bisschen zocken. Aber dadurch, dass es nicht die ganze Zeit nur telefonieren ist, sondern halt halb und halb, kann man schon mal werden. Ach, vielleicht sollte ich die mal ändern. Es gibt's ja nicht mehr. Die wollte ja keiner. Wollte ja keine die T-Shirts von Elgato und die Tasche von Square haben. Na? よう、エイちゃん。よく声かけてくれたな。また会えてよかったぜ。あの、春日さん、その人、この前の強盗じゃ。いろいろあってよ。こいつはトミーだよ。こっちの二人とは初めてだよな。どうも。いろいろって何があったら強盗と仲良くなっちゃうんですか？ まあ、とりあえず落ち着ける場所に移ろうぜ。なるほど。春日さんのお母さんにはまだ会えてなくて、ギャングに追われてると。母ちゃんって呼ぶべきなのかは、まだ整理ついてねえけどな。茜さんを狙っているのはバラクーダと、あの病ってヤクザ。おまけに日本の大道寺一派ってのも茜さんに用があるらしいでしょ。大道寺一派、前は日本の黒幕と言われていた連中だ。俺はそいつらの指令で茜さんを探しに来てる。なるほど。ああ、まだ紹介してなかったな。こちらは桐生一馬さん。日本で世話になってる人なんで。
どうも、三田村と言います。Ich bin sowieso mal gespannt, wie es mit der Serie weitergeht, wenn Hiro nicht mehr dabei ist, dann. Chitose-san, ist ka? Kochira koso, yoroshiku onegai shimasu. Mo? Ja, nanka, chotto owai shinai uchi ni ojotai ni natta desu ne. Hawaii de au hito tachi ni megumareta no wa tashika da na. Mochiron, Eichan mo sono hitori da.俺だけじゃ今頃どうなってたかわからねえ私をそんな風に言ってくれるのは春日さんだけです嬉しいですよお世辞でもお世辞なんて言わねえよ俺はじゃあよかったら私にも何か手伝わせてもらえますかえもうここまで立ち入っちゃったんですネット周りならそこそこお役に立てるんじゃないかなってそりゃありがたいけどよエイちゃんだって何か用があってハワイに来てんだろそっか言ってませんでしたっけん実は日本で職にあぶれてこっちへ帰ってきただけなんですただ実家に帰るにも気まずくてだから春日さんがもし迷惑じゃなかったらいや迷惑じゃねえよただたまに厄介事があるもんでさ例えばほらギャングと勝ち合うとか。カズカ。はい。どうやらその厄介事だ。囲まれてる。え？本当だ。あいつら。みんなこっちを見てる。ああ。この間やり合ったな。あれもバラクーダか。違います。あいつらは多分。頑丈です頑丈春日さんは知らないですよね中華マフィアですよバラクーダとはよく縄張り争いをしていたはずですバラクーダに中華マフィアか意外とハワイも物騒だな近づいてきたざっと20人ってところ何の用ですかねさあ俺らを逃がす気はないらしい包囲網を整えてから距離を詰めてきて計画作ってもらうわけカスが一番一緒に来てもらうぞ他の奴らに用はないのけものとは連れ目じゃないかこの女を探してるだからその息子を捕まえて女を誘い出す餌にするそれ、アカネさん？こいつらもアカネさんを？なんだよ、どうなってんだ？はあ、まずはこいつらか。ん？今すぐ黙って消えれば見逃してやる。最後の警告だ。準備はできてるな、カスカ。分かっちゃいたろうが、やるしかねえ。ええ。毎度のことです。やってやりますとも。抑えるに。かかって消えがる。全力で行くよ。すごい、いいね。さっさ。ビビってる。感じ。うわ。せいや。どう。俺の番だ。行くぜ。俺の番だ。
った。放電準備。調子出てきたぞ。関係しなきゃろうが。何もない。いつでもいいぜ。Unser Karakuri ist ein bisschen stärker. Hey, wo sind meine 100 Dings der TP? Weil jetzt ist er weg, das ist die Schweinerei. Erstmal die fast kaputten. ごめんのか。よし。
せといて。Ja, die drei sind auch geheilt. Grüße, Rolli. Na, alles schick. お前らが茜さんを追う理由は何だ。彼女を見つけて。そう、理由なんて知らねえ。だが、お前がどこに逃げようが、どこに隠れよう。無駄口聞いてる暇はないんだぞ、春日。どう見たってただの下っ端だろう。こいつらの仲間が来たら厄介だ。さすが。巻き込んじまって悪いが、エイちゃん。しばらく俺らと一緒に。ええ、すみません。まずは俺の部屋まで。じゃあ。ありがとうよ。なんだ？ああ。Er hat Schickes gemacht, was im Laden oder was? Ich sehe Omira! Totsgeki! Scha! Ja, Tierose! Nagareo Kairu! Yes, sir! Scha! Scha! Und war ruhig oder? Was war los? Das übliche halt, ne? Bin ja seit Montag wieder da. Machst du denn die restliche Woche? Fährst weg oder was? Oder ist deine Freundin da? Anno. Chigau. Oh, wir sind vor einer Woche mit meiner Freundin bei mir. Ah, okay. Ach ja. Ja, ich mach auch nicht mehr lange. Ich hab 5 Minuten noch und dann ist bei mir auch Schluss. Den ganzen Tag schon so ein bisschen am Rumkränkeln und dann ja, ein bisschen Fieber und ach man, das ist zum Kotzen, ey. Ja, lieber ins Bett packen noch und dann ein bisschen. Weil bei mir ist die Heizung ausgefallen, die lässt sich nicht mehr entlüften. Und es ist ja noch so kalt hier in der Bude. Ich bin morgen aufgewacht mit so einem Kopf hier, echt. Alter. Ich habe auch gesungen.
keine Ahnung, 10:30. Aber ich war ja noch bis um, bis wann habe ich gestreamt? Irgendwas um 1:15 ohne Ton. Warte, Ichiban. Hm? Ganjo no tsugi wa Yamai ka. Yamai ist auch da. Koko no ajito wa bareta to kana. Kasuga-san, ushiro kara mo. O hatsu ni ome ni kakarimasu. Demae, shoukoku to hashimasuru wa Japan no Tokyo Kamurocho. Machi no kimyou na e ni. Hawaii. Kedo ma, owai dekite kouei da. Kiryu.嘘が下手なのも噂通りだ。ありがとよ。今ので確信できた。あんたは本物の桐生カズマだ。嘘が下手ってのは俺も同意です。これでもあんたがそうそう死ぬわけがねえとは思っていたが、こんなとこでお会いするとは思わない。桐生カズマの首、令和の時代に。 誰にだって死は訪れる。ああ、あんたにはそれが今から訪れる。楽しませてくれよ。桐生一馬。戦闘準備完了。願ったりかなったりだぜ。 どうだ。やっちまえ。なんだ。ほら、来いよ。よっと。腰抜けろ。やるぜ。ヘバ。何これ。うん、はい。あ、まあまあ。 Heilen ist auch gar nicht schlecht, ne? Ja, machen wir so. Bin ja mal gespannt, Martin, ob ich dann auch die Dings kriege. Den Laptop oder irgendwas. Aber eigentlich müsste ich auch. Schon einstecken. Ja. Oh.
Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich mir noch mal eins hole, aber momentan liegt. Also wenn ihr jetzt den Dings noch nehme, den Legion Go, dann habe ich im Prinzip einen kompletten PC. Tablet ist natürlich ein bisschen schöner mit dem Bildschirm. Aber ja. Mal schauen. Vielleicht später auch mal die Brille dazu. Dann. Erstmal gucken. さすがは伝説の極道だ。と、やりあって逆に確信が揺らいじまった。お前、本当に桐生一馬か？これがあの堂島の竜？あまりに張り合いがね。それとも噂が膨らみすぎた口か？ 誤解が解けたようで何よりだ。嘘が下手なのは確かなんだがな。山井さんよ、もう富澤には手出すな。こいつは俺らの仲間だ。もうそっちには戻らねえよ。キャッツ？いや、カーダ will auch zu Bett。誰だそいつ？な。興味のねえことはすぐ忘れるたちでな。俺が今興味あんのは。 Kiryu Kazuma. Und meine Lampen sind auch auf dem Weg, das freut mich schon mal. Da bin ich ja echt mal gespannt drauf, wie das dann aussieht. Jetzt muss ich mir nur noch diesen blöden Tisch bauen für meine Fotos. Und mein Drehteller muss noch kommen. Die Ständer für die Spiele sind schon da. Fotozelt ist da, Lampen sind unterwegs. Vielleicht nächste Woche schon das erste Video dann machen. みのがしてくれたってこと。見たい。病の野郎は桐生さんしか眼中にないか。ねえ、私たちこのまま桐生さんの部屋に行っても大丈夫なの？いや、これはもう場所を変えた方がいいな。どこかホテル探す？ 多分今頃バラクーダもガンジョーも名飛からしてる。狭いハワイだ。少なくともまともなホテルで安全は保証できない。でもじゃあどこに行けばいいの？大道ジッパのセーフハウスがいざって時のとっておきらしい。いいんですか？そんなとこに俺らが行って。 Isa, Aizra war Nan. Achso, falls noch nicht runtergeladen, die Final Fantasy VII Rebirth Demo ist da. Und. Ich hab schon Bock auf so viele Spiele. Aber ich werde den Monat jetzt noch intensiv nutzen. Und vor allem den Urlaub dann am Ende. Ich hoffe, dass ich da dann nicht wieder flach liege. Ja, das muss ich hin. Safe House, der Kokonano, Kiryu-san. Ah, Naka Angai Hiroi. Kono Ninzu de Oshikagete mo daijoubu da. Kono hen dake kaihatsu saredzu ni nokotchimatta you na apaato desu ka ne? 一派の人間が何人か詰めてる。別に感じのいい奴らじゃねえが。うん、いや。一応信用してる。わかりました。お前。いや、wirklich Zeit。 そちらが春日一番さんですね。どうかな。銃を向けてくる相手には
素直に話せねえな。まあいいでしょう。どうせハワイでの我々は人でもなくほとんど無力です。春日さんの協力なしには仕事できませんから。変に期待されたくないので言いますが、我々はInstagram ここにいるメンバーで全員です。え、これだけなんすか？たったの4人？今回の任務にあたってはアメリカ政府の目を引かずに済ませたいんですよ。彼らはハワイに常駐してますが、日本からの出向は私とキリュウさんの2人だけでして。俺の上司で花輪だ。偽名だけどな。当然の備えです。無断で第三者を任務に引き入れた挙句、本名を堂々と晒すとは呆れますよ。こいつらは任務を全うするのに欠かせない奴らだ。現に茜さんの情報に一番近づいているのは俺たちなんだろ。非常に残念ですが、それは認めざるを得ません。カスが一番だ。それと富澤さんと千歳さんですね。あ、私はさっき桐さんと会ったばかりで、三田村英二です。どうも。この場所はあなた方に提供しましょう。ただし現時点であなた方が持っている茜さんの情報は全て教えてください。彼女を見つけて安全に保護することは私たちの共通の目標です。この場を使わせてもらうんだ。そちらさんの言うことは聞かねえとね。春日さん、動画楽しく拝見しましたよ。ありがとうよ。ただ押村区はハワイ中の敵にあなたの顔が売れてしまったことですね。目的の茜さんにはこれっぽっちも近づけず、あなたを追う敵だけをいたずらに増やす結果となってしまった。おっと、手厳しいな。春日、そろそろ種を明かしてもいいんじゃねえか。ん？種？どういうことですか？お前、動画を撮るかどうか考えたときに、バラクーダ以外のマフィアの存在を確認していただろう。あれで何か別の狙いがあることは察しがついた。それに頑丈や病がちょっかいかけてくるのも見越してた様子だったからな。そうだったっけか。さすがキリュウさん、やっぱかなわねえな。あの動画にはもちろん茜さんから俺たちを見つけてもらう目的もある。それができればもちろんベストだ。でもそれとは別にもう一つ目的があったんだ。あの動画を見て俺たちを狙い始めるやつをあぶり出すことだ。どういうことだよ。春日一番ってやつがハワイに来て生き別れの母親を探している。この情報に食いついて俺らにちょっかいかけてくるやつがいたら、そいつは結構な情報を持ってると思わねえか。あ、確かに一番の探してる生き別れの母親っていうのが今ハワイのマフィアが躍起になって探してる茜さんと同一人物だって分かってるってことだよね。なあ、さらに俺っつーまあ息子がいるってこともきっと知ってる。その二つが揃わねえと俺を付け狙う理由がねえ。結果どうなったかというと、バラクーダはトミーの脅しが効いたせいかちょっかいをかけてこなかった。病もあの動画を見てやってきたが、奴の興味は完全にキリュウさん一択だった。茜さんのことなんて一切話題に出なかった、うん、確かにな、あれが芝居とは思えねえ。そして
唯一茜さんを探す手がかりとして俺にアプローチしてきたのが頑丈の連中だ。間違いねえ。あいつらは茜さんについて俺らも知らない情報を握ってる。ん？あ、そうだよ。ずっと引っかかってんだけどよ、頑丈のやつら一番が茜さんの息子だって知ってたよな。なるほど。この女を探してる。だからその息子を捕まえて女を誘い出す餌にする。確かに言ってたかも。ねえ花輪さんよ、確かに当初の狙い通りあの動画が茜さんに届けば一番良かった。でも次の一手の手がかりがつかめたのは結構いい収穫なんじゃねえか。なるほど。結果としてあなたの狙いがハマったことは認めましょう。ですがこれ以上の勝手な行動はぜひ慎んでいただきたい。次から気をつけるよ。いやスカッとしたぜ。なんだよそんな狙いがあるなら事前に言っとけよ水癖。外したら恥ずかしいからよ。こういうのは成功した時だけ言うんだよ。あ、ずるい。さてと、問題は頑丈の情報源だな。そうっすね。沢城の頭はずっと偉人調だし、俺はここにいるみんなにしか言ってない。Also, wenn die Videosequenz vorbei ist, dann mache ich auch für heute Schluss.Lucy dürfte noch ein bisschen länger streamen. Route から情報漏れしたとも考えられる。何にしても頑丈から聞き出せばはっきりするはずだ。連中の情報源が誰か知れば、それは俺らにとっても茜さんを探す手がかりになる。ってことは頑丈の奴らをとっ捕まえて聞き出せってことですね。はあ。ただし下っ端じゃなくてちゃんと情報を持っている幹部でなきゃ無意味だ。あの幹部っていうか頑丈とつながりがあるって言われてる人はいますよ。ネハンギシってホテルのオーナーでハワイの有名人。ネハンギシ？ええ、そこのオーナーが頑丈のボスなんじゃないかってアングラサイトじゃよく聞く噂話ですね。ちょっと待ってください、画像を探してみます。これですね、ウォントウ。ウォントウは世界各国の超富裕層がハワイに資産隠しをするときに重宝されているようです。そして彼がネハンギ氏を運営し始めた頃から頑丈も勢力を急拡大させました。ウォントウが頑丈の幹部級以上であることは確実でしょう。じゃあそのネハンギ氏ってとこに乗り込むってわけか。無謀ですね。今言った通りネハンギ氏は頑丈にとってハワイの最重要拠点です。当然厳重な警備が敷かれていますし、ウォントウはドワイトよりもずっと切れ者で慎重派です。第五地区に乗り込むのとはわけが違うってことか。だがこうしている間にもハワイ中のギャングが茜さんを見つけようとしている。花輪さんよ、なんか手はねえのか。ウォントウってやつに近づく手段は。うまくいくかどうか定かではありませんが、考えられる道筋はあります。あるんじゃねえか。もったいぶらずに最初から言えよ。言わないでいたのは、それくらい実用性の低い話だったからです。ですが、状況が状況です。一応提案しましょう。ネハンギ氏の中にはハワイを訪れた富裕層のための裏カジノがあるともっぱらの噂です。そしてウォントウはそこで接客をしている。客としてカジノに入れればウォントウと接触できるってことね。ゴールは分かったけどどうやって。ネハンギ氏のカジノの他にも頑丈はホノルルシティの各所にカジノを設けていると言われています。そこで金払いのいい乗客であることをアピールできれば
涅槃岸への入場が許されるかもしれない。向こうも転がり込んできた金づるをむざむざ手放すほど商売ベタではない。一軍監督に会いたきゃまずは二軍で頭角を現せってことだ。確かにハードルは高えな。それでその二軍用のカジノってのはどこにあるんだ？それがわからないのです。何？現地警察も頭を痛めているらしいのですが、カジノを開いているはずなのにその証拠を一向に抑えられていないらしいのです。heftig, guck mal gerade so die Nachrichten durch, das ist ja unglaublich. Bei dem einen Typen finden sie fast 120 tote Katzen. Und der ist schon ein paar Mal aufgefallen und weiß ich nicht, also dann haben die USA das 60 Milliarden Paket für die Ukraine abgelehnt. ねえ。Ja. Ah, wie finden wir jetzt so ein Casino? Nanda? Ernsthaft, wenn ich wüsste, wo ich schon wieder auf das hier. Irgendwo statt müssen die Casinos sein. Dein Kumpel hat bestimmt auch jemanden Gerüchte aufgeschnappt, oder? Also, wie sieht's aus? Hast du wirklich gerne spielen? Mal sehen. Komm schon, Tommy, oder kennst du dich in deinem eigenen Revier nicht aus? Halt die Klappe. Geh mit zum Sushi-Restaurant, auf der Sakura steht. Der Curse Sheep ist angeblich ein ziemlicher Spieler. Und wenn Touristen manchmal ihr Glück rausfahren wollen, hat er aber auch immer einen Tipp. Der müsste sich also ganz gut auskennen. Deswegen versprechen, was haben wir zu verlieren. Sehr gut, Tommy. Wusste auf dich ist Verlass. Sehr schön. Okay, Sushi-Restaurant auf der Sakura Street. Dann los. So, na, aber jetzt wird gespeichert. Jetzt reicht's für heute. Muss eh gleich schlafen. Kopf dröhnt noch ein bisschen. Ein bisschen fiebrig bin ich auch noch. Ja, tja, so. Ich weiß noch nicht, also morgen ist wieder so gegen 19:30 wohl. Und dann wieder halt knappe zweieinhalb Stunden. Und dann hoffe ich, dass man so langsam, ich weiß nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat, dem Ende auch näher kommt, trotz der ganzen Nebenaufgaben. Aber ja. Also Granblue auf jeden Fall. Gloomhaven habe ich auch noch gar nicht angetestet. Suicide Squad, ja, soll ja ein Griff ins Klo gewesen sein. Wieder mal. Also schlimmer als Gotham Knights. Ja, Katze. Ja, ja. Ja, und man sieht, der Kater ist auch hier. Auch der will zu Bett. Ja, ne? Du verrücktes Viech. Ja, dann würde ich sagen, mehr oder minder erfolglos. Ja, da ist erstmal ausschalten, runterfahren. Ja, dann hoffe ich, dass auf meinem wahrscheinlich baldigen Trip nach München, dass dort im Hotel das WLAN dementsprechend mitspielt und ich NAT2 habe. Ja, so. Dass ich dann mal die Portal von außerhalb probieren kann. Ansonsten im Büro. So, ja, das soll es von hier gewesen sein. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Martin.
viel Spaß morgen. Gib mal Bescheid, wie es gewesen ist. So der erste, ich nenne es mal offizielle Tag. Ich habe gerade gesehen, Cora ist schon ein bisschen so am Kotzen. Aber ja, lasst euch gut gehen. Schlaf gut, übt schön. Hängt euch richtig rein. Und oh, man kadert immer meinen Arsch aus dem Gesicht. Und wir hören voneinander spätestens morgen Abend. Wie gesagt, ich hoffe, dass dann Hellblade am Start ist. Stimmt, das wollten wir morgen Abend zocken. Dass wir das so eine Stunde oder was dann machen können. Ja. Tüdelü, genau. Bis denn. Horido und frohes Fest. Tschüss.